einen Samstag wieder Iraner und Iranerinnen, die hier in Münster sind, demonstrieren gegen das islamische Regime im Iran. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, Unterstützer und Unterstützerinnen und die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, die vorbeigehen und sich mit einem Blick auf die hingerichtete junge Menschen im Iran mit uns solidarisieren. Iran, ein Land über 80 Millionen Gefangene im Hände des islamischen Regimes im Nahen Osten. Wer macht im Nahen Osten? Wer ist im Nahen Osten? Wer macht diese ganzen Kriege im Nahen Osten? Wer ist der Verursacher im Nahen Osten? Nur ein Land, der Kopf der Schlange, und das ist der Iran. Das iranische Regime im Iran verursacht alle Kriege im Nahen Osten, aber trotzdem, Deutschland macht mit den Geschäften. Deutschland macht mit diesen Kindermördergeschäften, Deutschland verkauft und kauft von diesen Mördern. Und wir als Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt mit unseren solidarischen Freunden und Freundinnen aus dieser Stadt kommen wir immer Samstag und demonstrieren hier gegen das islamische Regime im Iran, gegen die Handel der deutschen Regierung mit dem Iran. Wie lange will Deutschland mit Iran Geschäfte machen? Wie lange will Deutschland und auch Europa dazu mit Iran Geschäfte machen und Geld verdienen? Und das Geld, was wir hier bekommen, das Geld, was die deutsche Regierung von Bundesabgeordneten, Landtagsabgeordneten bezahlt werden, das müssen wir nicht vergessen. Da kommt alles von diesem Handel. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen sauer und zornig über diese Regierung in Deutschland, dass sie immer noch, auch sowohl in Düsseldorf und auch in anderen großen Städten, immer noch Firmen sind, die mit dem Iran Geschäfte machen. Und immer noch diese ganzen Boykottierungen in Europa und auch alle anderen Boykottierungen mit dem iranischen Regime, also mit dem islamischen Regime im Iran, dadurch unterstützen. Wir sind hier, um zu sagen, wir hören nicht auf, solange das islamische Regime im Iran herrscht, solange auch Deutschland mit Iran Geschäfte macht, solange Deutschland mit ihrem Geld das iranische Regime unterstützt. Das islamische Regime ist ein Blutregime, das ist ein Kindermörderregime. Und wer heutige Zeit Zeitungen liest oder Nachrichten hört, es ist noch über einen knappen Monat in diesem Jahr, einen knappen Monat. Und da sind 100 Leute im Iran hingerichtet worden, erhängt, auf offener Straße oder in Gefängnissen. Warum? Weil sie anderer Meinung sind als das islamische Regime. Wir haben über 20.000 politische Gefangene im Iran. Alle jungen Menschen, die auf der Straße gekommen sind und für die Freiheit, für ihre eigene Freiheit mit leeren Händen auf die Straße gekommen und gegen das islamische Regime demonstriert. Nicht gekämpft, demonstriert. Ist genauso wie wir hier stehen und kommen die Polizei und erschießen uns. Nehmen sie uns alle fest, in den Kerker gesteckt und für ein oder andere von uns wird auch hingerichtet. So ist das islamische Regime im Iran. Und wer macht mit dem Geschäft? Wer macht mit ihnen Geschäfte? Nur Deutschland? Auch. Auch die ganze Europa. Wir werden so lange hier auf der Straße bleiben, solange ihr seht, das sind Teil dieser jungen Menschen, die entweder auf der Straße umgekommen sind, also erschossen worden sind oder im Gefängnis hingerichtet worden. Wir wollen nicht aufhören. Wir werden jede ein schlechtes Gewissen, eine Dorn im Haut der
unsere Politiker und Politikerinnen in Deutschland sein und sagen, hört auf mit dem Iran Geschäfte zu machen, hört auf mit dem Iran zu handeln, hört auf, das bringt euch nicht, das bringt uns nicht. Wir sind als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, dieser Stadt, werden immer bleiben als Dorn im Fleisch dieser Regierung in Deutschland. Danke, dass ihr da seid.